Die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker geträumt. Ulrike Ladner, heute bei mir zu Gast. Sie ist Autorin und das ist ein Zitat, das in Ihrem Buch vorkommt. Das in meinem neuesten Buch vorkommt? Genau, ja. Das neueste Buch möchte ich direkt mal in die Kamera halten, damit Sie das schon mal gesehen haben. Wir werden natürlich tiefer einsteigen. Die Spur der Stachelbeeren ist erst jetzt Ende Juli erschienen. Warum dieser Satz? Weil ich glaube, dass der Satz im Kern die meisten Themen des Buches eigentlich beinhaltet. Sie sind in der Nähe von Wien geboren, leben lange Zeit schon in Frankfurt am Main und schreiben einen Roman über Ludwigsburg. Warum? Ja. Weil ich darum gebeten worden bin und mich nicht entschieden genug gewehrt habe. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir können ja mal herfahren, ich gucke mir mal diese Stadt ein bisschen an. Das ist für mich am besten, ich fange systematisch im Museum erstmal an. Und dann bin ich so, habe mir die anderen Räume im Museum angeguckt und habe viele Möglichkeiten eigentlich gesehen, aber noch nichts, wo ich gedacht habe, das ist es. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal aus dem Museum raus und bin da draußen auf der Straße, mal so Richtung Marktplatz. Und so nach 3-4 Minuten langsamen Laufens kam irgendwas, was eine Idee war. Ich will halt schon, wenn ein Buch in der Stadt spielt, dass das Buch nicht an einer anderen Stadt spielen könnte, nur mit anderen Personen, sondern das müsste hier und jetzt sein. Wir werden gleich noch mal ein bisschen ausführlicher über das Buch reden. Geh noch mal hier im Museum an einen anderen Ort und verabschieden so lange unsere, während wir uns da oben begeben, unsere Zuschauer in meinen ersten Beitrag. Und zwar waren wir rund um den Stuttgarter Fernsehturm und auf dem Stuttgarter Fernsehturm, aber nicht um die schöne Aussicht zu genießen, sondern wegen einer ganz anderen Sache. Und welche das ist, das sehen Sie jetzt. Okay, machen wir den Countdown von 5, oder? 5. 4, 3, 2, 1, 0. Stopp! Von vorne. Wir sind, wie eben schon gesagt, am Stuttgarter Fernsehturm. Das hier ist Tim Bengel, ein sehr relaxter, netter Typ, in Ostfildern geboren, 26 Jahre jung und der neue Shootingstar der Kunstszene. Für ihn bedeutet Kunst tatsächlich alles. Also ohne Kunst könnte ich nicht sein und die anderen Künstler glaube ich auch nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach in Stuttgart noch stärker aktiv werden. Und genau deshalb hat Tim Bengel vor 3 Jahren Kunst gegründet. Eine Plattform, bei der junge Talente aus der süddeutschen Kunstszene ihre Werke präsentieren können. Eingeladen zu der heutigen Vernissage auf dem Fernsehturm hat die Bubble-Runde. Das ist ein Zusammenschluss von 300 Unternehmern des Landes. Stefan Hevel ist einer der Gründer der Bubble-Runde und findet diesen Abend sehr wichtig für junge Künstler. Wir haben heute Abend 180 Gäste, die allesamt sicherlich Kunst interessiert sind. Und so eine Chance ist für diese Künstler einmalig. Und von daher ist dieses Engagement absolut wichtig. Auf 400 Meter Höhe, über den Dächern von Stuttgart, zeigen neben Tim Bengel 10 weitere Talente ihre Kunst. Und sowohl für Sie als auch für die Besucher ist dieser Abend ganz besonders. Die Möglichkeit zu haben, Sachen auszustellen, die Möglichkeit zu haben, neue Leute kennenzulernen. Aber hier ist halt besondere Location, schon sehr, sehr cool. Ja, hier die neue junge Kunstszene neu zu entdecken, die kannte ich bisher nicht. Und für mich war Kunst bisher ja so für alte Herren und ich finde hier, dass es sehr flott zugeht. Wenn Sie die Bilder jetzt gerne mal live sehen möchten, dann gehen Sie einfach in die alte Kanzlei am Stuttgarter Schlossplatz. Da werden die Bilder bis September nämlich noch ausgestellt. Ach, und da fällt mir ein, ich bin Ihnen ja noch eine Enthüllung schuldig. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tim Bengel hat eine ganz eigene Kunst erschaffen. Er arbeitet mit weißem und schwarzem Sand und verschiedenen Metallen, verteilt diese auf einer klebrigen Leinwand, bis sich nach Wochen und Monaten mühevoller Arbeit Motive ergeben. Zum Schluss klären wir dann noch die Frage mit Tim, wer denn eigentlich den ganzen Sand wegmacht? Er selbst? Also ich würde mich auch natürlich anbieten, aber heute übernimmt es die alte Kanzlei. Aber sonst machst du das? Ja, ich bin mir für nichts zu schade auf jeden Fall.
Das war wirklich faszinierend. Diese jungen Künstler, die malen, diese jungen Talente, wann haben Sie das Talent fürs Schreiben eigentlich entdeckt? Ich denke, ich habe schon immer schreiben können. Ich habe auch viel geschrieben. Ja, und Sie können das wirklich sehr gut, weil ich habe dieses Buch bekommen und durfte schon mal reinschnuppern. Habe in der Vorbereitung wirklich nur ein paar Seiten gelesen, aber man ist sofort drin in der Geschichte. Also es ist eine schöne Sprache. Und das Buch spielt im Ersten Weltkrieg, im letzten Kriegsjahr 1918. Lynn ist diejenige, um die es geht. Die wollte eigentlich studieren, dann ist die Mama früh gestorben. Ja. Dann musste sie sich, oder wollte sie sich, das weiß ich nicht, um den Papa und die älteren Brüder kümmern. Dann hat sie angefangen, im Lazarett zu arbeiten. Und dann muss man sagen, ist sie verschwunden, wieder aufgetaucht. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Jetzt habe ich mich gefragt, über Liebe, um die es ja auch in dem Buch geht, die kennt jeder von uns, die hat jeder schon mal gelebt. Krieg nicht. Wie schafft man es, sich in Krieg reinzuversetzen? Also, wir haben Gott sei Dank. Wir hatten Glück, genau. Ja. Ich bin nicht nur Autorin, ich bin vor allem Leserin. Mhm. Ich kenne einfach ganz viele Literatur, die im Krieg spielt. Ich muss aber sagen, meine Geschichten spielen zum kleinsten Teil an der Front. Mhm. Die spielen zum größten Teil Heimatfront, sage ich mal in Anführungszeichen. Und da kann ich mich reinsetzen. Mhm. Wie koche ich, wenn es nichts gibt? Was mache ich, wenn die Leute, die ich mag, wenn die sterben? Wir haben schon mal erwähnt vorhin, dass wir im Ludwigsburg-Museum sind. Ja. Wir sind jetzt einen Stockwerk höher gegangen, stehen jetzt auch vor einer bestimmten Vitrine. Was hat das mit Ihrem Buch zu tun? Hier ist die Mörike-Vitrine und der Mörike, die Lynn, das haben Sie gesagt, sie wird gefangen genommen. Und da sitzt sie ganz einsam in der Hütte, Tag und Nacht, und dann fallen ihr Gedichte ein. Und das sind Mörike-Gedichte, und mit den Gedichten findet sie sich in einer an und für sich romantischen Waldeinsamkeit wieder zurecht, langsam. Aber so romantisch ist es ja nicht, wenn man nicht freiwillig in der Hütte ist. Es ist eigentlich ganz furchtbar. Was auch nicht so wirklich romantisch ist, aber trotzdem ein Teil meiner Sendung ist Werbung. Und da schalten wir jetzt rein. Machen Sie das. Ja, der Herbst kommt, und ich finde, der Herbst ist eine tolle Zeit zum Lesen. Die Spur der Stachelbeeren, dieses Buch hat mein heutiger Gast geschrieben, Ulrike Ladner, wobei Sie wahrscheinlich das ganze Jahr über lesen als Autorin, gell? Nicht nur im Herbst. Nein. Lesen ist immer angesagt. Ja, mein Sohn hat mal gesagt, du vergisst das Leben überm Lesen. Wirklich? Ich bin beleidigt. Aber haben Sie sich wieder versöhnt mittlerweile? Natürlich, er liest selber. Naja, sehr schön. Sie sind eigentlich Lehrerin. Und ich habe mich gefragt, Sie haben Deutsch unterrichtet, Sie haben Lehrer ausgebildet. Wie viele Bücher mussten Ihre Schüler lesen, mehr als bei anderen Lehrern? Ich sage mal, sie mussten nicht, aber es war mir recht, wenn sie es getan haben. Und gab es Ärger, wenn sie dann das Buch nicht gelesen hatten, obwohl sie es vorgegeben haben? Nicht direkt Ärger, aber schon Einwände. Ich habe zum Beispiel ihnen das Versprechen abgenommen, kein Buch vor der 30. Seite wegzulegen. Das ist so eine willkürliche Sache. Ja, ich denke, eine kleine Chance muss man dem Autor auch geben. Das ist ein guter Und Tipp. Noch was ganz Böses, so ein Lichtenberg, das war so ein aufklärerischer Literat, der hat mal gesagt, wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, muss nicht immer das Buch dran schuld sein. Und das hat dann auch noch mal 10 Seiten gebracht. Sehr schön. Was verpassen Menschen, wenn sie nicht lesen, Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, sie verpassen, sich selber die Chance zu geben, in Muße über ihr eigenes Leben nachzudenken. Das ist eigentlich so eine Möglichkeit, von der ich glaube, man findet sie nur, wenn man liest. Vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja gerade ertappt und denkt so, ja, ich sollte mal wieder lesen. Wir schalten in meinen nächsten Beitrag. Okay. Wir waren am Wochenende auf einem tollen Event, und wo wir waren, das sehen Sie jetzt. Der Neuoffensee-Nachtsfest ist vieles eigentlich. Wir haben dieses Jahr auf Klein Venedig das Sparda-Festival quasi mit 7 verschiedenen Bands. Und auf der Stadtgartenbühne ist dieses Jahr der Andreas Kümmer zu sehen. Und wir machen ein großes Rahmenprogramm rund um den See eigentlich. Also so ein bisschen Festival haben wir auch. Wir wollen auch ein bisschen mehr reinbringen ins Festival-Stimmung. Den Freitag einfach auch noch mehr pushen, sodass man natürlich 2 schöne Tage hier in Konstanz vor allen Dingen auch als junge Menschen erleben kann.
und dass man einfach hier an dieser Promenade hier feiern kann. Ein schöneres Ambiente gibt es gar nicht als diesen Konstanzer Hafen und diesen Konstanzer Stadtgarten. Das ist ein sehr schönes Gelände. Also wir wollen noch mehr, auch die Künstler noch in den Vordergrund machen. Es war jetzt ein bisschen aufgrund der Zeit ein bisschen schwierig. 3 Monate war nicht lang. Aber wir haben schon was Gutes hinbekommen. Deswegen wollen wir nächstes Jahr wirklich noch versuchen, noch mehr auch Kunst und Kultur ins Seenachtsfest reinzubringen und noch die Konstanzer auch noch mal mehr hier stattfinden zu lassen. And that's what makes it so exciting for me. For me, art means... Ich glaube, die Hotels sind alle voll und die sind auch relativ teuer. Deswegen haben wir diesen Campingplatz zur Verfügung gestellt, weil wir natürlich für jeden was bieten wollen. Und Campingplatz hat halt einfach auch so ein Festival-Feeling und die jungen Leute, die wollen vielleicht das auch erleben. Und ich war vorher, oder mein Kollege war da, der hat gemeint, da ist ja auch schon gute Stimmung da. Und deswegen ist dieser Campingplatz sicherlich noch eine tolle Erweiterung vom Konstanzer Seenachtsfest, dass es den gibt zu dieser Zeit. Mega, doch, richtig toll. Vor allem mit den Dixi-Klos kommt das Feeling besonders. Als Jugendliche waren wir öfters mal hier, aber jetzt wollen wir mit den Kindern mal Zelte erleben und Seenachtsfest denen zeigen und lass uns einfach überraschen, was halt passiert. Sponsoren sind natürlich wichtig und wirklich, also wenn zum Beispiel die Bühne drüben, die Sparda-Bühne, die Stage, diese Künstler könnten wir uns nicht leisten, wenn wir die Sparda-Bank nicht hätten. Und so könnte ich jetzt alle Sponsoren aufzählen. Frau Lathner, wir sind schon am Ende unserer Sendung und die endet traditionsgemäß mit 2 Veranstaltungstipps. Und Ihren dürfen Sie jetzt bitte in die Kamera sagen. Ich möchte auf eine Veranstaltung in Ludwigsburg hinweisen, nämlich die 35. Baden-Württembergischen Literaturtage, 2. Hälfte Oktober in Ludwigsburg. Und am 14. Oktober werde ich da auch lesen und lade Sie ein dazu. Ja, da sollte man hinkommen, man muss Sie ja kennenlernen. Das ist ja eine gute Chance für Sie. Oder Sie machen ein bisschen näher einen kleinen Kinobesuch und zwar beim Mercedes-Benz-Museum. Open-Air-Kino, Leible und Frisch, 9 Euro. Das Ganze am Samstag, 21 Uhr, geht's los. Auch eine Idee, wie man sein Wochenende verbringen könnte. Ich wünsche alles Gute, wir freuen uns auf den nächsten Roman und schön, dass Sie nach Ludwigsburg gekommen sind und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin eine gute Zeit und machen Sie es gut. Tschüss.